Day und Tobias Huch bin ich auf ein Video hier aufmerksam geworden, das den Titel trägt: YouTube hat ein Problem. Erstellt wurde dieses Video von Topf voll Gold. Hinter Topf voll Gold steckt Mats Schönauer, arbeitet für die Zeit und für Übermedien. Ich würde sagen, wir starten gleich mal ins Video rein. Ich habe da mal reingeschaut. Also es war wirklich absolute Katastrophe, was ich da gesehen habe, aber es werdet ihr gleich zusammen mit mitteilen, deswegen habe ich das schon mal gedisliked. Vor ein paar Monaten habe ich aufgedeckt, wie ein großer deutscher YouTuber Lügen und Verschwörungsmythen an Millionen von Menschen verbreitet und damit sehr viel Hass und extreme Gewaltfantasien auslöst. Und dass YouTube so gut wie nichts dagegen unternimmt, sondern ganz im Gegenteil, für solche Videos sogar sehr viel Geld bezahlt. Danach haben mir viele... Was soll YouTube denn da? Also, hört jetzt noch mal genau zu. Hört jetzt wirklich noch mal genau zu, was er gerade gesagt hat. Ein großer deutscher YouTuber Lügen und Verschwörungsmythen an Millionen von Menschen verbreitet und damit... Also, Lügen, es gibt kein Wahrheitsministerium in Deutschland, das überprüfen würde, dass jeder Bürger immer die Wahrheit sagt. Das ist nicht verboten. Das ist jetzt vielleicht, also jetzt mal, jetzt sei mal in den Raum gestellt, ob Alexander Rau das tatsächlich getan hat. Ich kenne sein erstes Video nicht, ist für den Kontext hier auch vollkommen egal. Aber das ist nicht verboten. Verschwörungsmythen, das ist ein vollkommen unklarer Diffamierungsbegriff. Also, wenn man Verschwörungsmythos sagt, dann will man den anderen eigentlich als Spinner hinstellen. Also, er hätte ja genauso gut Spinnereien oder absurde Dinge sagen können. Aber er sagt Verschwörungsmythen, weil das halt einen stärkeren diffamatorischen Effekt hat. Darum geht es hier. sehr viel Hass und extreme Gewaltfantasien auslöst. Und dass YouTube... Ja, es gibt ein paar Kommentare, die waren ziemlich böse. Also von Zuschauern. Das gibt es bei jedem YouTuber. Bei ausnahmslos jedem großen YouTuber wirst du das finden. so gut wie nichts dagegen unternimmt, sondern ganz im Gegenteil, für solche Videos sogar sehr viel Geld. Also, ich hatte das ja eben durchlaufen lassen. Jetzt habe ich es mal wirklich an jeder Stelle unterbrochen, dass YouTube nichts dagegen unternimmt. Was soll YouTube denn dagegen unternehmen, dass Alexander Rauer einfach frei seine Meinung sagt? Also Alexander Rauer hat auf YouTube die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Creator. So, er erhält von YouTube keine Vorzugsbehandlung. Aber warum soll YouTube etwas gegen Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen oder gegen Lügen unternehmen? Das ist alles legal. Es bewegt sich alles im Rahmen der geltenden Gesetze. Entsprechend gibt es für YouTube auch keinen Grund, da irgendetwas gegen zu unternehmen. Es wäre sogar rechtswidrig, wenn YouTube dagegen etwas unternähme, da YouTube halt nicht einfach so Creator sperren darf. Es gibt nämlich in Deutschland die Meinungsfreiheit und die verbietet es einem de facto Monopolisten wie YouTube, einfach so beliebig Kanäle sperren zu lassen. Also es gab schon zahlreiche YouTuber oder Streamer auf anderen Plattformen, die sich wieder in die Plattform reingeklagt haben. Da diese Plattform eben, wie gesagt, wegen der Meinungsfreiheit nicht einfach so ihre Creator sperren dürfen. bezahlt. Danach haben mir viele von euch geschrieben, dass ihr noch viele andere solcher Kanäle kennt. Es scheint, als würde die gewaltige Flut aus Angst, Wut und Falschinformationen immer größer. Und es scheint, als... Also das ist ja jetzt auch schon ein krasses Vorgehen. Er hat Alexander Raue, wie gesagt, sei jetzt mal dahingestellt, wie valide sein letztes Video war, ich weiß es nicht, aber jetzt meint er, das Alexander Raue nachgewiesen zu haben und jetzt blendet er einfach so ganz viele andere Kanäle ein, die wenig mit Alexander Raue zu tun haben und denen wirft er jetzt vor, das Gleiche zu machen, was Alexander Raue macht, ohne sich das genauer anzuschauen. Also ein paar dieser Kanäle habe ich mir tatsächlich auch schon angesehen, nämlich Olli redet, beziehungsweise, ja, Olli redet, glaube ich. Oder nee, Olli investiert war das. Das war nicht Olli redet. Ist aber von der gleichen Person. Und Kettner Edelmetalle, ich war nicht begeistert. Ich widerspreche der wirtschaftspolitischen Analyse von Olli in jedem Punkt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Olli natürlich wie alle anderen Meinungsfreiheit haben sollte. Das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Als hätte YouTube nicht allzu viel dagegen. Ich wollte wissen, warum das so ist. Nicht allzu viel dagegen. Also YouTube bewertet die Inhalte, also YouTube darf die Inhalte, die auf YouTube stattfinden, nicht bewerten und entsprechend sperren oder nicht sperren, ob sie gerade politisch passen oder nicht passen. Also dieses Framing, das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Warum so viele Angstmacher ihre Lügengeschichten einem riesigen Publikum erzählen können, ohne dass YouTube was dagegen Meinungsfreiheit? tut. Auf was für unfassbare Zahlen und bedenkliche Praktiken ich bei meiner Suche gestoßen bin, was andere Content Creator zu diesem Gott, Meinungsfreiheit ist eine bedenkliche Praktik. Es ist unglaublich. Also, solche Leute machen totalitäre Systeme möglich.
diesem Thema sagen, warum ich selbst plötzlich entmonetarisiert wurde und wie YouTube reagiert hat. YouTube, demonetarisiert mal bitte Leute und sperr Leute, die politisch unbequeme Meinungen haben. Ich wurde demonetarisiert. YouTube, es wagen, mich zu demonetarisieren. Ich stehe hier auf der richtigen Seite. Ist das, Gott. Dass er es immer noch nicht checkt. Als ich sie mit meinen Recherchen konfrontiert habe, zeige ich euch in diesem Video. Wenn ihr neu hier seid, hi, ich heiße Mats, ich bin Journalist und ich recherchiere für euch, was wirklich hinter den Schlagzeilen der Klatschpresse, YouTuber und sozialen Medien steckt. Die Vorgeschichte. Vor 3 Monaten habe ich ein Video darüber gemacht, mit welchen Methoden der YouTuber und AfD-Sympathisant Alexander Raue seine Zuschauer manipuliert, indem er Dinge... Ja, wie gesagt, das können wir überspringen. Ich habe mir tatsächlich das, was ich von Alexander Raue gesehen habe, mag ich inhaltlich auch nicht, aber ist jetzt für den Kontext hier vollkommen irrelevant, deswegen überspringen wir das mal. Man bekommt kaum noch bis gar kein Geld mehr von den Werbeeinnahmen, die das Video einspielt. Und warum wurde mein Video entmonetarisiert? Tja, da wird's interessant. YouTube stellte nämlich vor ein paar Tagen bei einer plötzlichen automatischen Überprüfung meines Videos. Er wurde gar nicht entmonetarisiert. Okay, ich lasse den Teil mal durchlaufen. Aber wie es aussieht, wurde nur ein Video, gibt es schon nur ein einziges Video, eine eingeschränkte Monetarisierung. Und deswegen stellt er sich hier jetzt so an. Fest, dass es gegen die Richtlinien verstoße. Ich dachte erst, das wäre ein Fehler und dass die automatische Prüfung vielleicht dadurch getriggert wurde, dass mein Video massenhaft von Fans von Alexander Raue gemeldet wurde. Darum habe ich eine manuelle Überprüfung beantragt. Doch auch der manuelle Prüfung... Ja, ist mir auch schon zigfach passiert. Da schaut irgendeine KI drüber, dass die meisten werden auch nicht freigeschaltet. Also beziehungsweise bei manuellen Überprüfungen, ja, vielleicht, also kommt aufs Video an, vielleicht ein Drittel oder so. Also das ist auch nicht, auch keine gute Quote, die dann freigeschaltet wird. Also ich habe ja zig Videos bei YouTube eingereicht. Also YouTube strikt auch Videos, sperrt Videos ohne richtige Begründung. Also YouTube macht das komplett willkürlich. Aber es ist halt so. Und das ergeht also. Der beschwert sich jetzt, dass mein Video von dem Geld war. Prüfer von YouTube kam zu dem Ergebnis, dass mein Video für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet sei. 3 Punkte finde ich an dieser Sache besonders interessant. Punkt 1 ist der Zeitpunkt. Das Video war nämlich schon mehr als 2 Monate lang online und in dieser Zeit gab es keinerlei Probleme. Aber jetzt, wo es immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, wo es einige React-Videos von großen YouTubern gibt und YouTube dabei immer mehr in die Kritik gerät, wird es plötzlich entmonetarisiert. Der zweite interessante... Ja, macht YouTube bei vielen Videos, die einfach so willkürlich, wenn sie viele Aufrufe machen, dann demonetarisieren. Und du kriegst dann auch keine Begründung. Das ist normal auf YouTube. Das sind die Zustände. Was würde jetzt daraus folgen? Daraus folgen müsste doch, dass du von YouTube fordern solltest, dass YouTube niemanden mehr entmonetarisieren sollte. Dass YouTube keine Videos mehr entmonetarisieren sollte, sondern dass YouTube alles immer voll monetarisieren sollte. Was wäre doch die logische Folgerung daraus? Der Punkt ist die Begründung, die mir YouTube gegeben hat. Demnach verstößt mein Video gegen eine bestimmte Richtlinie, nämlich die zu sensiblen Ereignissen. Laut YouTube ist mein Video ein Inhalt, in dem sensible Ereignisse auf eine Art thematisiert werden, dass Creator davon profitieren oder sie für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Wenn ihr mein Video gesehen habt, seid ihr vermutlich genauso ratlos wie ich, was damit gemeint sein soll. Ich zeige im Video schließlich nur das, was der YouTuber behauptet hat und überprüfe dann die Fakten. An keiner Stelle thematisiere ich sensible Ereignisse, um sie für meine eigenen Zwecke auszunutzen, wie YouTube es formuliert. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass damit der Anschlag auf das World Trade Center gemeint ist, der im Video vorkommt. Allerdings kommt er nur vor, weil Alexander Raue behauptet hatte, der Anschlag sei gelogen gewesen, was natürlich völliger Quatsch ist. Unangemessen thematisiert wurde das sensible Ereignis also nicht von mir, sondern von... Es ist völlig egal, du hast es thematisiert. Es ist völlig egal, worauf du dich beziehst. Und du weißt doch, wie diese Algorithmen und wie diese Richtlinien von YouTube funktionieren. Die werden dann auch relativ willkürlich ausgelegt. Und das kann dann halt auch mal jemanden stehen, der auf der... jemanden treffen, der auf der richtigen Seite steht, wie dich. Es ist wirklich unglaublich. Die einzig logische Schlussfolgerung daraus, dass ihm jetzt hier diese Willkür überfahren ist, bei einem einzigen Video... ist wie gesagt nicht mal gesperrt, sondern nur auf gelb geschaltet wurde, was mir schon auch zigfach passiert ist, was zahlreichen YouTubern immer wieder passiert. Die einzig logische Schlussfolgerung daraus wäre doch jetzt zu fordern, dass wirklich alle Videos immer voll monetarisiert sein müssen. Die Antwort von YouTube, ey, das ist ja zu geil.
Die Antwort von YouTube. Ein paar Tage später antwortete YouTube überraschend, dass mein Video nun wieder monetarisiert sei. Das Video sei überprüft worden und dürfe wieder Werbung schalten. Auf meine konkreten Fragen zu den Hintergründen ging YouTube allerdings nicht ein, sondern gab nur allgemeine Infos zum Überprüfungsprozess. Sobald ein Creator die Monetarisierung für seinen YouTube-Kanal aktiviert hat, führen unsere Systeme Scans durch, um festzustellen, ob ein bestimmtes... Ich habe die gesamte Monetarisierung für meinen YouTube-Kanal verloren. Also YouTube hat auch mittendrin den Grund geswitcht, warum ich die verloren habe. Das war vorher ein anderer Grund. Jetzt ist es, ich muss mal kurz nachgucken. Das sind immer so schöne Schlagworte, die auch nicht erklärt werden, wo sich auf kein Video bezogen wird, wo kein Beleg ausgeführt wird. Also ganz klar rechtswidrig. Tätliche oder hasserfüllte Inhalte, die ich hier auf dem Kanal angeblich verbreite. Also vorher hatte YouTube irgendeine andere Begründung genannt. Ich glaube irgendwas in Richtung Mobbing oder so. Also auch was völlig Lächerliches, an den Haaren herbeigezogenes. Das Video unseren Richtlinien für werbefreundliche Inhalte entspricht. Wir nutzen maschinelles Lernen, um die Millionen von Videos auf unserer Plattform auf ihren Monetarisierungsstatus zu prüfen. Jedoch ist kein System perfekt. Willkür. Daher ermutigen wir die... Muss doch sagen, da sitzt nicht mal Mensch hinter, das ist Willkür. ...die Creator, eine menschliche Überprüfung anzufordern, wenn sie der Meinung sind, dass wir einen Fehler gemacht haben. Jeder Einspruch trägt dazu bei, dass unsere Werbesysteme mit der Zeit intelligenter werden. Wir haben das Video Der Fall Vermietertagebuch, Absturz eines YouTubers, überprüft und der Inhalt kann nun Werbung schalten. Kurz gesagt, hinter der Entmonetarisierung steckte keine Verschwörung, sondern ein Fehler, der allerdings erst korrigiert wurde, nachdem ich über die Pressestelle eine Rechercheanfrage geschickt hatte. Was an sich schon problematisch ist, finde ich, weil nicht jeder Creator Journalist ist und sich an die Pressestelle wenden kann. Auf meine Frage zu den Hasskommentaren, in denen zum Beispiel Gaskammern gefordert werden und wie die Ausbreitung solcher Beiträge in Zukunft... Alter, das kannst du nicht verhindern. Also... Was fordert er denn jetzt? Dass YouTube eine KI schreibt, die böse Kommentare filtert? Also das macht YouTube schon. Und jetzt hast du die paar Kommentare gefunden, die YouTube nicht gefiltert hat. ...verhindert werden soll, ging YouTube auch nicht konkret ein. Hate Speech sei auf YouTube nicht erlaubt, heißt es nur. Und Inhalt... Ja, und das ist Bullshit. Natürlich ist Hate... Also das kannst du nicht verbieten. Hass ist eine Emotion. Du kannst keine Emotionen verbieten. Also sie ist so 1984. Das kann sich kaum ausdenken. Also YouTube will die Intention von Kommentarschreibern oder von Creatern wissen, die irgendwas auf YouTube veröffentlichen. YouTube kennt diese Intention nicht. YouTube weiß nicht, ob eine Nachricht aus Hass entstanden ist oder aus Liebe oder aus, keine Ahnung, Langeweile. Leute, die Gewalt oder Hass fördern, würden entfernt. Aber auch da gibt es ganz offensichtlich viele Fehler im System, wenn man sich anschaut. Inhalte, die Gewalt oder Hass fördern. Okay, das ist ja jetzt auch noch sehr allgemein, aber zumindest mal konkreter als das erste. Inhalte, die Gewalt oder Hass fördern. Also ich habe zahlreiche Videos auf YouTube gesehen, wo Influencer fordern, dass wir doch bitte Israel unterstützen sollen, während das gerade in Gazastreifen in Schutt und Asche bohrt. YouTube hat diese Videos nicht gesperrt. Es gibt auch zahlreiche Videos von Leuten, die Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Also ganz klar Unterstützung eines Krieges. YouTube hat diese Videos nicht entfernt. Es gibt doch zahlreiche Videos, wo darüber diskutiert wird, ob wir Israel nicht bei einem Krieg gegen den Iran unterstützen sollten. Also Israel provoziert da ja gerade kräftig. All diese Videos wurden nicht entfernt. Also all das wird auf YouTube nicht gelöscht. Kann es sein, dass YouTube diese Richtlinien immer so auslegt, wie es ihm gerade passt? Natürlich, natürlich. Diese Richtlinien sind total schwammig gehalten, damit man sie so auslegen kann, wie man es gerade politisch braucht. Damit ein Mann für die Willkür, die man an den Tag legt, nicht belangt werden kann. Schaut, was für extreme Hasskommentare alleine unter den Videos von Alexander Raue zu finden sind. Wobei YouTube in diesem Fall nun tatsächlich tätig wurde, denn sie schreiben mir, nach einer Überprüfung haben wir mehrere Kommentare aus dem Kanal von Vermietertagebuch Alexander Raue entfernt, weil sie gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen haben. Das ist zwar einerseits gut, andererseits musste auch hier erst ein Journalist kommen und in einer Presseanfrage auf die Hasskommentare hinweisen, bis was dagegen getan wurde. Auf meine Frage, warum Kanäle mit Falschinformationen und Verschwörungsmythen überhaupt so viel Geld verdienen dürfen, verwies YouTube lediglich... Weil das nicht illegal ist. Also erstmal, Verschwörungsmythos ist ein Diffamierungsbegriff. Das ist auch toll, der ist noch diffamatorischer als das Wort Verschwörungstheorie, was ja von der CIA popularisiert wurde, um Kritik am Warren-Report zu unterbinden. Also jetzt brauchte man, also es ist ja diese Euphemismus-Tretmühle nur in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob er die Euphemismus-Tretmühle kennt. Also man findet man tabuisiert irgendeinen Begriff und dann kommt gleich ein neuer Begriff. Also das gibt's halt auch in die andere Richtung. Jetzt hat man das Wort Verschwörungstheorie zu häufig verwendet, das hat sich abgenutzt. Jetzt ist man bei Verschwörungsmythos angekommen. Oder Verschwörungsideologie, das gibt's ja auch noch.
wirklich auf die allgemeinen Community-Richtlinien. Wobei mir ein interessantes Detail aufgefallen ist. Und zwar heißt es da, YouTube lässt bestimmte Arten von irreführenden oder täuschenden Inhalten nicht zu, die ein ernsthaftes Risiko für schwerwiegende Schäden darstellen. Dazu gehören bestimmte Arten von Fehlinformationen, die reale schädliche Folgen haben können, wie bestimmte Arten von technisch Also ich finde ja... Also ich finde ja die Leugnung ukrainischer Kriegsverbrechen beispielsweise auch monetarisiert auf YouTube. Also die finde ich schon real schädlich. Warum wird das nicht gelöscht? Ganz einfach, weil das herrschende Narrativ ist. Oder solche Aussagen auf Seiten des herrschenden Narrativs stehen. Also YouTube löscht die Dinge, die politisch konform sind, nonkonform sind und lässt die Dinge stehen, die konform sind. Also ist relativ einfach. Manipulierten Inhalten und Inhalte, die demokratische Prozesse behindern. Für YouTube sind Fehlinformationen also keine Informationen, die falsch sind, sondern Informationen, die falsch sind und ein ernsthaftes Risiko für schwerwiegende Schäden darstellen. Das könnte also erklären, warum Videos wie dieses hier von YouTube weiter zugelassen werden. Denn obwohl es nachweislich falsch... Weiter zugelassen? Ey, es ist unfassbar. Also solche Menschen machen autoritäre Systeme möglich. So ein Denken macht es möglich, dass der Staat alles... Also so ein Denken macht es möglich, dass es Wahrheitsministerien gibt. Ist, findet YouTube offenbar, dass es keinen wirklichen Schaden anrichten kann. Für mich liegt hier der womöglich größte Fehler, denn bei meiner Arbeit sehe ich jeden Tag... Ich möchte mal an Corona erinnern, schreibt gerade Bert im Chat, ja. Die Impfstoffe sind quasi nebenwirkungsfrei. Also wurden die ganzen Videos von Karl Lauterbach, die diese Aussage enthielten, oder Videos, wo das positiv rezipiert wurde, vom Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, wurden die gelöscht, weil das schädliche Fehlinformationen waren? Ich glaube nicht. Tag, welchen enormen Schaden solche Videos anrichten und wie fehlgeleitet und hasserfüllt viele Menschen werden, weil ihnen von manipulativen Angst macht. So, und danke Bernd für das Abonnement. Also das hatte ich gerade gar nicht gesehen. Ein verzerrtes Bild der Realität vermittelt wird. Und damit kommen wir zurück zum eigentlichen Problem. Nämlich der Tatsache, dass es auf YouTube enorm viele solcher Kanäle gibt, die millionenfach angeschaut werden und massenhaft ihr Publikum aufstacheln und in die Irre führen. Interessanterweise sind es häufig Creator, die früher mal einen ganz anderen Schwerpunkt hatten. Zum Beispiel Finanzthemen, Edelmetalle oder Autos. Und ja, neoliberale Propaganda verbreiten dürfen sie, aber bitte kritisiert doch nicht die Grünen. Also das geht doch nicht so weit. Was will er uns hier gerade sagen? In den letzten Jahren plötzlich auf Politik umgestiegen sind. Blitzmeldung, schauen wir uns die Kanäle mal genau an. Ich habe diese Kanäle zwar... Chrissy Rieger ist doch eigentlich noch ganz vernünftig. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die auch ein Anti-BSW-Video gemacht hat, aber das ist, glaube ich, eine der wenigen, die nicht offen Werbung für die AfD macht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich kann es ja mal suchen. Warte. Chrissy Rieger. Schauen wir mal. Okay, Ernst Wolf. Diese Affäre. Also zum BSW scheint sie nichts gemacht zu haben. Sag ich ja. Hatte ich recht. Wahrscheinlich recht. Natürlich zeigt mir YouTube hier nicht alles an. Also sie hat noch ein Video über Wagenknecht gemacht, als sie in der Linken war. Hey, aber Chrissy Rieger ist auf jeden Fall nicht pro AfD, wie es aussieht. Oder, wie gesagt, sieht jetzt gerade so aus. Noch nicht alle im Detail analysiert, aber schon beim ersten Hinsehen gewinnt man den Eindruck, dass viele mit sehr ähnlichen Methoden und Tricks arbeiten. Viele sitzen auch im Ausland und schüren von dort mit dramatischen Schlagzeilen Wut und Angst in Deutschland. Ja, Leute, die finden, dass sich Deutschland im Niedergang befindet und die in der Zeit sind, wo man gerade beruflich Karriere macht, die wandern dann tatsächlich aus ins Ausland, weil sie es in Deutschland nicht so gut finden. Wer hätte das gedacht? Überraschung. Und verdienen damit wahnsinnig viel. Also, wenn die Leute aus Deutschland abhauen, dann hat das normalerweise einen Grund. Also, man verlässt seine Heimat nicht, weil es einem da so schön gefällt. Also, verlässt du vielleicht, weil es woanders noch schöner ist. Aber wenn man Deutschland verlässt, dann muss einem hier irgendwas nicht behagen. Views und Werbeeinnahmen. Auch einige YouTuber bestätigen, dass das ein massives Problem auf YouTube ist. Das ist schon krass, wie viele Kanäle es gibt. Also,
wie erfolgreich rechte Inhalte sind. Das ist brutal. Also die Kanäle machen brutal viele Aufrufe. Es ist komplett insane. Ja, das ist, da muss ich Alpha Kevin zustimmen an der Stelle. Wir Linken haben den Rechten komplett die Regierungskritik überlassen. Also es gibt keine, also jetzt durchs BSW gibt es wieder welche, aber vorher, bevor Sarah Wagenknecht nicht eine eigene Partei gegründet hat, gab es wirklich nur am Rande der Alternativmedien, durch so Portale wie Nachdenkseiten oder so, vielleicht relevante linke Regierungskritik, aber sonst nichts, das irgendwie stattgefunden hat. Das Geile ist halt, du kannst halt Videos raushauen, noch und nöcher, wenn du einfach lügst. Dann kannst du halt so ein 8-Minuten-Video in 8 Minuten noch einfach mal schnell wegdrehen, lädst es hoch und die ganzen Nazis, die klicken halt wie bekloppt da drauf. Und jetzt. Was ist das denn für ein Extremist? Also einfach so hunderttausende Zuschauer oder Millionen Zuschauer, die diese Kanäle kumuliert haben, als Nazis beschimpfen. Also den hatte ich mir gar nicht genauer angesehen, den kannte ich gerade gar nicht. Wer ist das denn? Farkon, oh Gott, ja. Zu Stay hatte ich ja schon ein Video gemacht, vielleicht sollte ich zu Harkon auch noch eins machen. Das ist unfassbar, wie der Diskurs in Deutschland verroht ist. Jetzt müssen wir Folgendes sagen. Daran sind die Rechten schuld. Daran sind nicht die Leute schuld, die andere Leute als Verschwörungsmystiker oder Nazis beschimpfen. Daran sind nur die Rechten schuld. Der Einzige, der solche Hurensöhne stoppen kann, der solche Faschisten und Opportunisten den Riegel vorschieben kann, ist YouTube. Das muss YouTube halt machen. YouTube muss da sagen, Fake News zu. Entmonetarisiert. Das gehört entmonetarisiert. Das ist vollkommen antidemokratisch, was der hier fordert. Also er selbst will volle Monetarisierung haben, aber seine Feinde sollen es bitte nicht haben, weil sie halt eine politisch andere Meinung haben. Monetarisiert. Und das ist voll von Falschinformationen. Wir reden hier nicht von einem Ausreißer, bei dem er sich mal ein bisschen vertan hat. Wir reden von einem gezielt darauf abgelegten Kanal, der bewusst dieses Narrativ immer und immer und immer wieder wiederholt. So, gerade schreibt einer in den Kommentaren, die Rechten müssen auch so viel Umsätze, weil die Rechten halt prokapitalistisch sind. Das mag bei den großen Medien stimmen, dass sich kein Investor findet, der ein linkes Medium finanziert. Also Nachdenkseiten sind ja beispielsweise Spenden finanziert, die machen ja auch, ich weiß nicht, ob der YouTube-Kanal monetarisiert ist, aber so viel Geld werden die damit nicht machen. Die müssen ja eine ganze Redaktion bezahlen. Aber das, was ein Alexander Raue da macht, das, was ein Kolja Barkon da macht, das kann auch jeder Linke machen. Die Frage ist, ob Linke dann eher gesperrt werden würden, wenn sie es so erfolgreich machen würden. Hat man, also wenn du eine gewisse Größe erreichst und zu kritische Inhalte machst, wirst du ja gesperrt. Hast du ja bei Kevan Sofisiyavash gesehen. Der wurde ja auch komplett von YouTube weggesperrt. Aber das, was, wie gesagt, ein Alexander Raue macht, was ein Olli macht, das kann jeder Linke auch machen. So eine Videos in diesem Stil raushauen. Warum machen die Linken das nicht? Also das ist doch die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Warum gibt es nicht einen linken Alexander Raue, einen linken Kolja Barkon, die genau solche Videos in so einem Stil machen, die Regierung kritisieren, aber halt nicht sagen, die Regierung soll bitte noch neoliberaler werden und den Staat noch weiter abbauen und Leute wählt AfD, sondern die sagen, wir brauchen einen größeren Sozialstaat, wir brauchen höhere Renten, wir brauchen höhere Löhne, wir brauchen mehr Investitionen. Das ist dann die Schlussfolgerung. Ich meine, wenn die Infrastruktur verfällt, was ja beispielsweise ein Kritikpunkt ist, dann ist ja die logische Schlussfolgerung mehr staatliche Investitionen und nicht weniger Staat. Ein gezielter, voll monetarisierter Tyler schreibt gerade, Jebsen hat seinen Kanal selber dicht gemacht, um der Löschung durch YouTube zuvorzukommen. Da hätte ich beinahe Fake News verbreitet. Aber danke für die Info, wusste ich gar nicht. Er wurde auf jeden Fall demonetarisiert, Kevans Offizierwasch, und hatte auch mehrere Strikes. Deswegen dachte ich, er wäre dann gelöscht worden, aber das ist interessant. Informationskanal. Das ist halt klar Misinformation. So, das ist halt einfach Misinformation. Solange der das monetarisieren kann, solange der damit Geld verdienen darf, solange macht er das auch. Das Ding ist aber auch, solange die Kanäle das machen, verdient auch YouTube Geld damit. Denn nur ein Teil der Werbeeinnahmen, die ein Video einspielt, geht an den Creator. Der andere Teil geht an YouTube. Wie genau der Split ist, ist, soweit ich weiß, nicht öffentlich bekannt. Bei der Recherche habe ich aber Zahlen gefunden, die erahnen lassen, über was für ein unfassbares Ausmaß wir hier reden. Die unglaublichen Zahlen. Laut dem offiziellen Jahresbericht von Alphabet, der Muttergesellschaft hinter Google und YouTube, belaufen sich die Werbeeinnahmen von YouTube aktuell auf $30 Milliarden pro Jahr.
Wie viel genau davon an die Creator ging, wird da nicht angegeben. Ich habe aber den Mitschnitt einer Telefonkonferenz von Alphabet gefunden, in dem der Chief Business Officer von Google vor ein paar Monaten erklärte: We recently shared that YPP has paid out more than any other creator monetization platform, including over 70 billion to creators, artists and media companies over the last 3 years. 70 Milliarden Dollar hat YouTube also in den letzten 3 Jahren an die Creator ausgezahlt und etwa 90 Milliarden Dollar über Werbung eingenommen. So steht es in den offiziellen Geschäftsberichten. Diese Zahlen sind aber nicht nur unbegreiflich groß, sondern sie wachsen auch immer weiter. Erst vor ein paar Tagen gab es eine neue Telefonkonferenz, in der der Google-Manager verkündete: YouTube Ads Revenues were up 13% year on year, driven by growth in brand as well as direct response. Die YouTube-Werbeeinnahmen steigen also noch weiter an. Und dazu tragen auch weiterhin die vielen Angstmacher und Desinformationskanäle mit ihren gewaltigen Klickzahlen bei. In welchem Ausmaß kann man sich ansatzweise ausmalen, wenn man nun mal diese deutschsprachigen Channel hier nimmt? Zusammen haben alleine die schon fast 1,7 Milliarden Views auf YouTube generiert. Die Beschwerden. Bei meiner Recherche... Die Leute gucken diese Leute einfach lieber als dich. Vielleicht solltest du jetzt daran arbeiten, selber besseren Content zu machen, um mehr Leute zu erreichen. Vielleicht solltest du an der Qualität deiner Recherche arbeiten oder halt dich nicht straight up gegen die Grundlagen unserer freiheitlichen Demokratie oder dich, so wie ich das sehe, nicht gegen die Grundlagen unserer freiheitlichen Demokratie aussprechen, nämlich die Meinungsfreiheit. Also die Meinungsfreiheit ist für die freiheitlich-demokratische Grundordnung konstituierend. Die kann man nicht einfach so aussetzen, weil da irgendwer Fake News oder Verschwörungsmythen, was auch immer das sein soll, verbreitet. In den Geschäftsdokumenten von YouTube bzw. Alphabet und Google bin ich noch auf ein paar andere Zahlen gestoßen, die zeigen, wie unfassbar groß das Problem mit den Falschinformationen auf YouTube ist. In einem sogenannten Transparenzbericht von Google gibt es nämlich Zahlen darüber, wie oft YouTube-Videos von Zuschauerinnen und Zuschauern gemeldet werden, weil sie aus ihrer Sicht gegen die Richtlinien verstoßen. Interessant ist vor allem diese Grafik, die zeigt, aus welchen Gründen die Videos gemeldet wurden. Ob es zum Beispiel ein sexueller Inhalt war, ein irreführender Inhalt, ein hasserfüllter Inhalt und so weiter. In dem Bericht werden die Zahlen allerdings nur in diesen Kreisdiagrammen angezeigt, wodurch man nicht gut erkennen kann. Okay, Spam oder irreführender Inhalt, das sind dann irgendwelche Produktwerbungen, die nicht richtig gekennzeichnet waren oder so vielleicht. Hasserfüllter Inhalt, das ist dann die politische Zensur, die wir hier gerade gesehen haben. Kann, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Darum habe ich mal aus all diesen Kreisdiagrammen die absoluten Zahlen rausgeschrieben und ein Kurvendiagramm daraus gemacht. Und daran kann man jetzt gut sehen, wie krass die Zahlen nach oben geschossen sind. Die Beschwerden zu Spam und irreführenden Inhalten haben sich seit 2018 verdreifacht. Auch die Meldungen hasserfüllter oder beleidigender Inhalte sind heute 3-mal größer als noch vor 6 Jahren. Allein im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnete YouTube weltweit mehr als 46 Millionen Meldungen irreführender oder hasserfüllter Beiträge. Deutschland gehört laut Angaben von Google zu den Top 10 der Länder mit den meisten manuellen Beschwerden über YouTube-Inhalte. Wenn wir Deutschen eins können, dann ist es denunzieren. Warte mal kurz. Google zu den Top 10 der Tabelle wollte ich nochmal sehen. Indien ist Erster, Russland Dritter. Das ist ja krass. Okay, in China sind sie nicht aktiv. Aber die Südkoreaner melden noch wesentlich mehr als wir. Das hier sind ja deutlich bevölkerungsreichere Länder als wir, aber die Südkoreaner melden noch mehr als wir Deutschen. Und sogar die Türken melden mehr als wir Deutschen. Das ist ja auch interessant. Mexiko weiß ich jetzt nicht, wie viele Einwohner das hat, deswegen kann ich das schlecht vergleichen, aber denunzieren sind wir Deutschen immerhin noch auf Platz 10. Immerhin eine Sache, die wir noch können. Länder mit den meisten manuellen Beschwerden über YouTube-Inhalte. Die Zahl der Beschwerden sagt aber noch nichts darüber aus, wie viele Videos auch tatsächlich entfernt werden. Laut YouTube werden gemeldete Videos nämlich erst dann entfernt, wenn zusätzlich noch ein geschulter Prüfer zu dem Ergebnis kommt, dass ein Richtlinienverstoß vorliegt. Laut eigenen Angaben hat YouTube in Deutschland im ersten Quartal... Die Videos werden nicht sofort entfernt, wenn eine gewisse Gruppe an Leuten sie melden? Das ist ja ein Skandal. Also... die Lynchjustiz gleich wieder eingeführt wird. Also das... Stellt euch das mal auf staatlicher Ebene vor. Es zeigen einen einfach genug Leute an und man wird verurteilt. Mexiko hat 229 Millionen Einwohner. Danke für den Einwurf. Ja, dann sind wir Deutschen pro Person vielleicht sogar noch besser melden als die. Zahl etwa 114.000 Videos entfernt. Und zwar insgesamt, also Deutschland im ersten Quartal etwa... In Russland steht YouTube übrigens unter Druck, weil die zu viele Videos und zu viele Kanäle sperren. Also YouTube zensiert der russischen Regierung zu viel. Das müsst ihr euch erstmal vorstellen.
Ja, Pakistan, Bangladesch. Okay, also in diesen ehemaligen britischen Kolonien sind die aber auch zensurfreudig. War 114.000. Zählen wir mal durch. Indien, ehemalige britische Kolonie, USA, Pakistan, Bangladesch, 5 ehemalige britische Kolonien unter den ersten 10, unter den Top 10. Videos entfernt. Und zwar insgesamt, also inklusive Videos mit sexuellem Inhalt, Gewaltdarstellung und so weiter. Entfernungen wegen Fehlinformationen machen weltweit auf YouTube nur einen Anteil von 1,4% aus. Übertragen auf Deutschland wären das also ungefähr 1600 Videos. Das erscheint mir relativ wenig, gemessen daran, wie viele Lügenvideos auf YouTube. YouTube dezensiert mehr, ey, das ist unglaublich. Wir beschweren uns über Staatsfunk in Russland, über Staatspropaganda in China. Hier gibt es Leute, die als freie Journalisten arbeiten. Okay, er ist jetzt bei Zeit und Übermedien und hat einen YouTube-Kanal. Und die Videos machen, wo sie amerikanischen Großkonzernen auffordern, noch bitte mehr zu zensieren. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. YouTube veröffentlicht. Also mich wundert es eigentlich, dass dieses Video hier von Topf voll Gold keinen großen Skandal ausgelöst hat. Das ist ein Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit. Das ist unfassbar, was der Typ hier von sich gibt. Beziehungsweise gemeldet werden. Allerdings ist das natürlich auch eine sehr große Aufgabe. Da braucht man viele Prüferinnen und Prüfer, um das alles im Blick zu halten. Und wie viele solcher Prüferinnen und Prüfer setzt YouTube für deutschsprachigen Content ein? Eine Antwort darauf findet man in den Zahlen, die YouTube gemäß dem EU-Gesetz über digitale Dienste. Bitte stellt mehr Zensoren ein. Stellt euch mal vor, eine Zeitung in der DDR hätte 1985 so einen Aufruf rausgebracht. Liebe Stasi, bitte stellt mehr Zensoren ein. Es gibt ein paar Zeitungen, die haben leichte Kritik an Erich Honecker geäußert. Also, da würden wir uns doch über totlachen, über so ein Maß an Obrigkeitshörigkeit. Und jetzt haben wir sowas hier einfach. Jetzt haben wir einen YouTuber, der beklatscht wird und gedeckt, exakt das macht. Das Video hat 97% Like. Es ist komplett verrückt. Es ist komplett verrückt. Denn was ist mit diesem Land passiert in den letzten 20 Jahren? Das ist unglaublich. Oder vor allem in den letzten 5 Jahren, muss man ja sagen. Also vor 10 Jahren war das noch nicht so krass. Das ist wirklich unfassbar. Veröffentlichen muss. Demnach gibt es für deutschsprachigen YouTube-Content derzeit insgesamt 352 Human Evaluators. Sind es genug? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber wenn man bedenkt, dass auf YouTube in jeder Minute 500 Stunden Videomaterial hochgeladen werden, wirkt es nicht besonders viel. Ohnehin sind das alles so riesige Zahlen, dass ich manchmal gar nicht weiß, ob... Da wird immer noch zu wenig zensiert. Ob man das überhaupt irgendwie... Eigentlich müsste jeder Demokrat jetzt laut aufschreien. Was redest du da? Hast du sie noch alle? Also, Griff kriegen kann. Es stellt sich auf jeden Fall die Frage, wie gut das System der manuellen Prüfung überhaupt funktioniert, wenn man sieht, dass Verschwörungsvideos in vielen Fällen trotz Prüfung nicht beanstandet werden, während Aufklärungsvideos, wie in meinem Fall... Verschwörungsvideos auf der einen und Aufklärungsvideos auf der anderen Seite. Es gibt die bösen Verschwörungsvideos und die guten Aufklärungsvideos. Also die guten, die dürfen natürlich voll monetarisiert alles machen. Die bösen, die dürfen gar nichts machen. Nach der Prüfung die Monetarisierung entzogen wird. Jedenfalls scheint es nicht so zu sein, dass man bei YouTube überhaupt nichts gegen Fehlinformationen unternimmt. Die Frage ist aber, ob man genug unternimmt. Mit dieser Frage habe ich mich an die EU-Kommission gewandt. Die überwacht... Jetzt schreibt er sogar eine staatliche Stelle an und fragt, ob die bitte dafür sorgen kann, dass YouTube mehr zensiert. Die Kommentare sind überaus positiv, schreibt Bernd gerade. Die schauen wir uns gleich an. Also, das kann man sich nicht ausdenken. Gibt es in diesem Land keine Demokraten mehr? Also wann wurde den Deutschen das aberzogen? Also in der alten Bundesrepublik, da ist so viele Probleme, die auch haben mochte. Da hatte die Bevölkerung wenigstens noch eine grundsätzlich prodemokratische Einstellung. Sie wäre grundsätzlich für Meinungsfreiheit. Grundsätzlich, ja, gegen sowas hier. Wacht, wie sehr große Online-Plattformen, also auch YouTube, den Digital Services Act, also das Gesetz über digitale Dienste der EU, umsetzen. Von der Kommission wollte ich wissen, wie sie den Umgang YouTubes mit Desinformationen bewerten. Zum Beispiel, ob sie findet, dass 352 Content-PrüferInnen genug sind. Was die EU sagt.
Eine Kommissionssprecherin antwortete mir zwar, blieb aber recht vage. Unter anderem schrieb sie, sehr große Online-Plattformen sind nach dem Gesetz über digitale Dienste verpflichtet, die von ihnen ausgehenden systematischen Risiken zu bewerten und angemessen zu mindern. Die Kommission kann sich nicht zu den Schritten äußern, die die jeweiligen Unternehmen für sich gewählt haben. Aber sie überwacht aktiv die The Digital Services Act ist übrigens ein Zensurgesetz. Was aber nicht so strikt und willkürlich ist wie die YouTube-Richtlinien, das muss man dazu sagen. Danke an SepiTV für das Abonnement. Die Tech-Plattformen lizenzieren ja ziemlich willkürlich und eigentlich bräuchten wir ein staatliches Gesetz, das diese willkürliche Zensur verbietet. Also das ist ja das Krasse. Zensur funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr über staatliche Vorgaben, sondern über private Monopole. Da kann der Staat sagen, ich habe nicht gesagt zensiert, also alles gut. Aber die privaten Plattformen, die sagen dann, ja, wir sind doch private Unternehmen, wir können das ja machen, wir haben ja Vertragsfreiheit. Was ist dann die Argumentation? So wurde Zensur heutzutage privatisiert. Maßnahmen der von ihr beaufsichtigten Plattform und sie wird nicht zögern, im Rahmen des DSA Regulierungsmaßnahmen zu ergreifen, falls dies gerechtfertigt ist. Die Sprecherin verwies unter anderem auf diese Leitlinien, die die EU-Kommission vor ein paar Monaten veröffentlicht hat. Darin spricht sie großen Online-Plattformen Empfehlungen aus, wie sie systemische Risiken für die Integrität von Wahlen mindern können, zum Beispiel durch die Bekämpfung von Falschinformationen. Dem schlossen ja, sich... Ja, und das ist das Mittel eines autoritären Staates. Sowas darf die EU nicht fordern. Sowas darf die EU nicht umsetzen. Das darf auch kein Nationalstaat in der EU umsetzen. Falschinformationen sind in Deutschland vollkommen legal. Ihr dürft ohne Strafe etwas Falsches sagen. Ihr dürft sagen, der Mond ist aus Käse. Bitte jetzt nicht wegen Verbreitung von Falschinformationen löschen, YouTube. Der Mond ist natürlich nicht aus Käse, aber das dürft ihr sagen. Das dürft ihr sagen. Es verbietet kein Gesetz, obwohl es eine Falschinformation ist. Ihr dürft es sagen. Ihr dürft auch sagen, ist jetzt wieder ein Zitat, bitte nicht löschen wegen Falschinformationen. Die Fallbeschleunigung liegt bei 0,3 Meter pro Quadratsekunde. Die Fallbeschleunigung liegt in Mitteleuropa ja bei 9,81 Meter pro Quadratsekunde, wie jeder weiß. Aber ihr dürft diesen falschen Wert sagen. Da kann euch niemand für bestrafen. Die Erde ist ein Donut. Ja, gute Falschinformation. Also wenn YouTube das Video hier löscht, dann ist ja Kommentarbereich, obwohl nicht, das ist ja auf YouTube gar nicht da. Also dann seid ihr aus dem Kommentarbereich schuld, ihr habt mich angestachelt. Gespräche mit den Plattformen an, auch mit YouTube, schrieb mir die Kommissionssprecherin. Konkreter wurde sie aber nicht. Schaut man sich diese EU-Richtlinien an, findet man tatsächlich ein paar interessante Vorschläge. Von Initiativen für Medienkompetenz über unabhängiges Fact-Checking bis zu anderen Werkzeugen, die den Nutzern helfen sollen, die Vertrauenswürdigkeit von Informationen zu beurteilen. Wie kontroverse Creator von YouTube hofiert werden. Doch ob und wie viel YouTube davon wirklich umsetzt, bleibt abzuwarten. Mir bleiben da ehrlich gesagt Zweifel, vor allem wenn ich auf Videos wie dieses hier stoße. Heute bin ich zusammen mit Dominik Kettner eingeladen worden von Google in die Hauptzentrale nach Hamburg. Das sind zwei YouTuber, deren Videos so aussehen. Und so. Ich wurde nicht eingeladen, ich wurde nur demonetarisiert. Das soll auch mal einer sagen, YouTube würde Linke bevorzugen. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und die wurden vor kurzem in die Google-Zentrale nach Hamburg eingeladen, wo sie dann brunchen konnten und der YouTube-Deutschland-Chef für Fotos posierte. So werden große, kontroverse Creator für ihre fragwürdigen Methoden nicht nur mit enormen Einnahmen belohnt, sondern von YouTube regelrecht hofiert. Im Gegenzug veröffentlichte einer der beiden dann übrigens noch ein Werbevideo für YouTube. Ja, das war ein kleiner Eindruck hier vom Creator Collective Brunch. Dankeschön an YouTube bzw. an Google nochmal für die Einladung. War auf jeden Fall schön, mal hier in Hamburg das Ganze zu sehen. Bis zum nächsten. So reicht man sich also gegenseitig die Hand und auf beiden Seiten werden die Taschen immer voller. Auf Kosten des Restes der Gesellschaft. Also, Tyler fragt gerade, was ist die Kritik? Die Thumbnails sehen so aus. Ja, er hatte bei Alexander Raue jetzt angeblich nachgewiesen, dass der in irgendwelchen Videos gelogen haben soll. Wie gesagt, ist mir jetzt vollkommen egal, ob das stimmt oder nicht. Und jetzt nimmt er einfach Kanäle mit ähnlichen Thumbnails, mit einem ähnlichen Stil und sagt, die arbeiten alle so wie Alexander Rauer. Also eine vollkommen unzuverlässige Allgemeinerung. Es ist so wirklich entgegen jedem journalistischen Qualitätsstandards. Du kannst nicht von einem Fall auf die Allgemeinheit schließen. Du kannst vielleicht versuchen, von der Allgemeinheit auf einen Fall zu schließen, aber auch dann kannst du nur Wahrscheinlichkeiten angeben, inwieweit dieser eine Fall für die, inwieweit dieser eine Fall bestimmte Merkmale aufweisen kann oder nicht kann. Also kannst ja damit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, weil du die Allgemeinheit kennst. Du kannst nicht einen Fall nehmen und dann sagen, okay, die anderen sind auch alle so wie dieser eine Fall.
Das ist vollkommen unzulässig. Also der Typ müsste durch jedes Journalistikstudium fallen, wenn der da so vorgehen würde. Ich weiß nicht, was er studiert hat, ist mir auch vollkommen egal. Aber er macht auf jeden Fall eine sehr, sehr lausige Arbeit, wenn man ihm unterstellen wollte, dass er hier journalistische Arbeit machen wollte. Ich würde sagen, er ist politischer Aktivist, er ist kein Journalist. Also passt das auch wieder. Denn propagandistisch ist der Beitrag wirklich gut gehalten. Ich meine, ich habe ja jetzt alle paar Sekunden unterbrochen, vor allem am Anfang, weil dieses Framing wirklich so krass war. Wenn du da als unbedachter Zuschauer drauf stößt, dann wirst du schon richtig in diese Richtung gepusht. Fake News sollten gesperrt werden. Sowas darf gar nicht stattfinden. Doch, darf es. Ich habe kein Gesetz, was das verbietet. Und wenn du so ein Gesetz hättest, bräuchtest du ein Wahrheitsministerium, was erstmal festlegt, was die Wahrheit ist. Sowas gibt es nur in autoritären Staaten, nicht in Demokratien. Der jeden Tag mit neuen Bergen aus irreführenden Infos zugeschüttet wird und dabei zusehen muss, wie der politische und gesellschaftliche Diskurs in dramatischem Ausmaß verhärtet und immer weiter unmöglich gemacht wird. Also klar, es gibt auch viele tolle Sachen auf YouTube. Nicht ohne Grund gehört es mit knapp 2,5 Milliarden. Also gerade Chrissy Rieger habe ich nicht so wahrgenommen, dass sie den Diskurs verhärten würde oder so. Also ihre Videos sind eigentlich immer relativ, ja, es ist ja egal, ich brauche diese Creator jetzt nicht einzeln durchgehen, was ich von denen gesehen habe und was ich von denen nicht gesehen habe. Aber das finde ich doch jetzt, ja, es ist halt Framing, ich brauche jetzt nicht nur mal einzeln drauf eingehen. An Nutzern zu den größten Plattformen des Internets. Allein in Deutschland verbringt laut Umfragen jeder von uns im Schnitt 30 Minuten täglich auf YouTube. Aber das macht es auch so gefährlich, wenn ein großer Teil des Contents gezielt darauf ausgerichtet ist, uns zu belügen, zu manipulieren und aufzustacheln. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Immer wieder erscheinen wissenschaftliche Studien. Also ich würde sagen, dieser Content hier ist gezielt darauf ausgelegt, uns zu manipulieren und aufzustacheln, nämlich gegen die Meinungsfreiheit, gegen die Grundfesten unserer Demokratie. Studien, die zeigen, wie YouTube als Plattform massiv zur Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungsmythen beiträgt. Umso wichtiger finde ich es, was wie gesagt nicht verboten ist. Also wie gesagt, Verschwörungsmythen ist sowieso ein inhaltsleerer Diffamierungsbegriff, der absolut nichts aussagt. Außer sagt was anderes, als die Regierung gerade sagt. Und Falschinformationen, ja, dann beleg doch was Falsches, mach ein Kritikvideo und vielleicht kriegst du dadurch auch ganz viele Aufrufe. Aber dann belass es doch dabei und fordert auch nicht gleich Zensurgesetze. Solche Fake News zu debunken und über die Methoden solcher Kanäle aufzuklären. Aber was bedeutet das jetzt alles für meinen Channel und meine Arbeit? Vor allem, wo ich ja offenbar jederzeit damit rechnen muss, von YouTube plötzlich entmonetarisiert zu werden. Wie es mit meiner Arbeit weitergeht. Willkommen auf YouTube. Aber wenn YouTube es staatlich verboten werden würde, Leute zu demonetarisieren, dann hättest du diese Sorge nicht mehr. Das könnte man staatlich verbieten. Aber aktuell hat die EU ja mit diesem Digital Services Act sogar noch ein Zensurgesetz zusätzlich geschaffen. Netterweise haben mir in den letzten Wochen viele von euch gesagt, wie wichtig ihr meine Arbeit findet und dass ihr zu schätzen wisst, wie viel Aufwand sowas ist. Okay, also es war ein wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Video. Und vor allem, was positiv ist bei Topf voll Gold, er ist jemand, der objektiv oder relativ sachlich an die Sache rangeht. Nein, nein. Nicht komplett reinfeuert und voll, ne, voller Emotionen. Also ich weiß nicht, wie das letzte Video war, aber das, was wir gerade gesehen haben, der hat straight up gegen die Meinungsfreiheit, gegen ein Grundrecht, was für die freiheitlich-demokratische Grundordnung laut dem Bundesverfassungsgericht, laut dem Lüth-Urteil, falls ihr das kennt, konstituierend ist. Also dagegen hat er frontal gefeuert. Da dagegen schießt, sondern sachlich aufzeigt, was hier die Probleme sind. Das ist wirklich unfassbar viel. Also wir haben wirklich ein unglaublich manipulatives, andauerndes Framing gehabt hier in diesem Video. Da war nichts sachlich. Arbeit, also jeder, der schon mal ein Video gemacht hat oder schon mal einen Aufsatz geschrieben hat oder keine Ahnung. Zumal Menschen sowieso nie objektiv sind. Menschen sind immer subjektiv. Alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Und wer was anderes behauptet, macht sich was vor. Recherchiert hat für Themen und dafür einen Vortrag machen wollte, der weiß, dass das für eine Arbeit ist, plus das Video noch aufzunehmen, das alles mit reinzuschneiden. Es ist sehr, sehr viel Aufwand. Tatsächlich stecke ich viel Aufwand, Zeit und Geld in meine Videos. Hinzu kommen dann noch, wie ich in meinem letzten Video gezeigt habe, die tausenden Kommentare von Verschwörungsschwurblern, die mich seit Wochen beschimpfen und... Er bleibt immer so sachlich. Dann kommen immer diese tausenden Kommentare von Verschwörungsschwurblern. Total sachlich, total sachlich.
wilde Behauptungen über mich verbreiten, was auch wieder einiges an Zeit und Nerven kostet. Und wenn mir YouTube dann noch die Finanzierung streicht, ist es nicht nur unglaublich demotivierend, sondern es macht meine Arbeit praktisch unmöglich. Trotzdem würde ich... Ja, geht mir übrigens genauso. Und mir wurde nicht nur ein Video gelb gemacht für einen ganz kurzen Zeitraum. Mir wurde der gesamte Kanal demonetarisiert. Rechtswidrig demonetarisiert. Da gehe ich gerade gegen vor, aber... Ehrlich, es ist unglaublich, jetzt heult er auch noch darüber rum, dass ein Video von ihm gelb gemacht wurde, während er die Demonetarisierung von halb YouTube fordert. Ja, das Zitat, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, das ist von Nietzsche. Ich würde gerne weitermachen, um dieser gewaltigen Desinformationsflut immer wieder gründlich recherchierte Fakten und sachliche Aufklärung entgegenzustellen. Darum habe ich mich entschieden, einen Patreon-Account einzurichten. Das haben mir viele von euch schon länger vor... Ja. Du Ärmster, o te miserrimum. Also du tust mir so leid. Du hast nur 61.000 Abonnenten, einen voll monetarisierten Kanal. Und ein Video von dir wurde kurz auf gelb geschaltet. Also ich kann gar nicht sagen, wie leid du mir tust. Also vor allem, da du die Demonetarisierung von einem Großteil deiner Konkurrenten forderst. Also von mir gibt es hier wirklich ganz, ganz viel Mitleid für diesen armen, armen Mann, ja. Ja, mal eben die Grundfesten unserer Demokratie angreift. Zumindest laut meiner Analyse hier. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht zensieren.